Hallo Leute, willkommen zu einer neuen Folge Factorio. Warptorio spielen wir genau gesagt. Und wir schließen erstmal Wasser an. Und dann schauen wir, was die Welt hier so für uns bereithält. In der letzten Folge waren wir stark damit beschäftigt, zu forschen, und wir haben das, glaube ich, auf 4 Planeten gemacht. Gut. Wo haben wir Kohle und Eisen, Kohle und Stein. Stein ist da oben. Möglicherweise steht unsere Plattform auf Kohle. Nicht so gut. Und hier haben wir einen weiteren Sandplaneten. Was heißt, wahrscheinlich haben wir hier eine ziemlich gute Ausbreitung der Verschmutzung. Darum gehen wir mal eine Runde drehen, um zu sehen, dass wir da den Alien-Nestern präventiv mal den Gar ausmachen können. Gut, die entzündlichen Stoffe, die sind geforscht und ich glaube, wir haben das deswegen geforscht, denn da können wir dann hier unten Wasser in unsere unterste Ebene reinbringen und da unsere ganze Energieversorgung platzieren. Endlich ein Kohlefeld gefunden. Allerdings etwas weiter weg, als mir das wünschen würde. Ich habe hier mal aufgedeckt, wie weit es geht. Und da sehen wir, die nächsten Alien-Nester sind schon am Rand von unserer Verschmutzung. Das heißt, wir werden wahrscheinlich nicht die vollen 15 Minuten hier bleiben. Denn langsam werden sie ungemütlich. Sie kommen noch nicht in allzu großen Mengen, aber sie kommen konstant. Nun, wenn ich mir so die Leichenhaufen hier rundherum anschaue, denke ich, es ist vielleicht an der Zeit, einen anderen Planeten zu suchen. Es verbleiben uns auch nicht mehr allzu viele Minuten hier. Sowieso. Und der Hauptgrund, dass wir überhaupt noch hier sind, ist wegen Forschung und wegen Ressourcen. Und ich werde hier einfach noch die Öfen auslaufen lassen. Und dann schauen wir, wo wir Material nachlegen müssen.
Wir haben inzwischen auch über 300 blaue Fläschchen. Das heißt, wir können wieder was mit blauer Forschung machen. Aber das machen wir definitiv auf dem nächsten Planeten. Denn wir sind weg hier. Okay, diese Welt scheint zwar ruhig zu sein von Aliens, hat aber anscheinend auch gar keine Ressourcen, insbesondere kein Wasser. Das heißt, wir versuchen das Glück gleich auf dem nächsten Planeten. Und das sieht doch schon sehr viel vielversprechender aus. Zumindest haben wir hier Wasser. Und wenn ich der Meldung da am Anfang glauben darf, dann sollten wir hier auch Öl finden. Nicht, dass wir Öl in großen Mengen brauchen. Aber wir haben hier auch etwas Kohle. Wir haben hier etwas Eisen. Da drüben, da ist schon... ja. Und der nächste Boiler Floor ist fertig. Für diesen brauchen wir jedoch 500 blaue Fläschchen und doppelt so viele grüne und rote. Drum denke ich, machen wir vielleicht erstmal noch rot und grün alleine, bis wir die nötige Anzahl an den blauen haben. Sechs Stück, wie immer. Dann ein Turm hin. Hier unten haben wir einen bisschen Stein. Und hier ein bisschen Kupfer und offenbar keine Kohle mehr in der Tasche. Wir können ja hier mal klauen gehen. Das wird nicht weit reichen. Hier noch ein Turm hin. Ja, da geht die Kohle schon wieder aus. Das wird ein Weilchen dauern, bis ich hier alles habe, außer natürlich, ich greife da in eine Kiste rein, wo wir etwas Kohle auf der Seite haben. Ja. Gut. Das sollte hier genügen und dann mache ich noch die obligatorische Runde, um zu schauen, wo denn unsere Freunde
in dieser Welt sind. Außer massiven Ölfeldern hat dieser Planet nicht wirklich allzu viel zu bieten. Außenrum bleiben noch ein paar Aliennester. Aber ich denke, wenn dann die Verschmutzung so weit reicht, und das wird ziemlich bald sein, denn es ist ein weiterer öder Planet, werden wir weiterziehen. Aber vielleicht schaffen wir es, die Ölvorräte hier aufzustocken. Wir haben hier ein kleines nettes Ölfeld. Das wir anschließen können. Ohne große Umstände. Und einmal Verteidigung. Ich habe hier noch den Klippensprengstoff geforscht. Vielleicht etwas mehr Inventar wäre gut. Und dann können wir auch die, die Türme forschen, die an den Ecken unserer Basis dann zu stehen kommen, also hier außen. Nun, es sieht so aus, als ob die Aliens nun hier in ausreichender Menge kommen, dass sie bis an unsere Türme rankommen. Sprich, wir ziehen weiter. Wir müssen uns das nicht antun. Wir hüpfen einfach weiter von Planet zu Planet, bis wir das erreicht haben, was wir erreichen wollen. Nun packen wir zusammen hier die Kohle noch und dann noch die Wasserleitung am anderen Eck. Und dann können wir sehen, was uns der nächste Planet denn so bringen wird. Die Erze, die wir hier noch übrig haben, können wir verteilen. Und dann hoffen wir auf das Beste. Da oben gibt es einen Turm, der will repariert werden. Sehr gut. Das ist erledigt. Okay, kleine Ressourcen, hoffentlich auch kleine Alien-Nester. Schaffen es wahrscheinlich nicht wirklich, unsere Vorräte auszubauen. Aber wenn wir es schaffen, die Vorräte mindestens nicht abzubauen, dann ist das schon mal ein Vorteil. Und diese Felder sehen größer aus und wir haben den ersten Turm. Machen wir doch den zweiten gleich auch. Viermal hier und ein Turm und sehr gut. Und auch hier die Förderer und ein Turm. Und da haben wir den ersten Außenposten. Und der zweite kommt wahrscheinlich da genau auf unser Steinfeld. Versuchen wir das so zu platzieren. Und wo haben wir
Kohle ist da oben. Und dann haben wir alles Nötige, was wir brauchen. Hier auch noch einen Turm platzieren. Und wenn wir jetzt hier, wir können hier an diesem Eck auch in den Keller gehen und dann sehen wir, wir haben hier Verbindungsgänge zurück in die Mitte. Und dann machen wir die obligate Runde. Ich erwarte hier nicht die große Gegenwehr, aber was sein muss, muss sein. Es ist ja wieder ein öder Planet, sprich die Verschmutzung breitet sich rasch aus. Und ja, da werden dann die Aliens kommen, aber wenn die Nester klein sind, dann kommen sie auch nicht in großen Massen, in großen Mengen. Und bisher noch nichts gefunden. Wir haben hier noch einen inneren Ring, den wir nicht aufgedeckt haben. Da oben ist ein Nest oder drei Nester. Kein wirkliches Problem, zumal da nur ein Wurm ist, der auf der anderen Seite steht. Kommen an den Nester ran, ohne dass der Wurm an uns rankommt, macht das Ganze einfacher. Der zweite Turm ist auch fertig geforscht und nun denke ich, sollten wir uns dieser Forschung zuwenden, damit wir Wasser bekommen im untersten Geschoss. Und wir haben nicht ganz genügend blaue Fläschchen, aber fast. Wir brauchen hier ein bisschen mehr Eisen. Ah, und wahrscheinlich würde es helfen, die Forschung zu starten, dass dann da auch etwas geht. Die ist relativ zügig, 30 Sekunden für einen Schritt. Und wir werden sehen, wie weit wir kommen auf diesem Planeten. Wir haben hier noch... Okay, der Turm ist etwas weiter drin, als ich befürchtet habe. Aber auch gut. Ich habe hier unten schon mal mit dem Ausbau begonnen. Denn wir werden hier unsere Energieproduktion etablieren. Und vielleicht müssen wir auch noch dafür sorgen, dass wir dann die genügend Stromkapazität nach oben führen können. Wir werden sehen, ob es ausreicht. Ich denke, momentan reichen uns ja diese vier Heizkessel. Und wir werden mehr benötigen, weil wir ja dann unsere
unsere Schmelzen elektrisch betreiben wollen und die brauchen natürlich Strom. Dafür brauchen wir dann weniger Kohle für die Schmelzen. Aber mehr Strom für die Kohlekraftwerke. Okay, hier sind wir am Rand von dem, was wir sehen. Hier über dem Wasser ebenfalls. Mal schauen, was die Aliens, von wo die Aliens herkommen, falls sie kommen. Und wir haben es nicht ganz geschafft, das Wasser in den untersten in die unterste Ebene zu bringen, aber wir sind fast da. Sollte auf dem nächsten Planeten nicht mehr allzu lange gehen, bis wir unser Ziel für diese Folge erreicht haben. Und wie ihr sehen könnt, kommen nun auch schon Aliens an uns ran. Und so wie es aussieht, haben sie die zweite Evolutionsstufe erreicht. Sprich, sind etwas größer und sind etwas schwieriger um die Ecke zu bringen. Aber packen wir unser Zeug zusammen. Unsere Türme haben wir alles hier oben, da drüben. Dann fehlt uns eigentlich nur noch das Wasser von unten. Und da packen wir das hier rein. Und das Wasser nehmen wir auch mit. Und dann machen wir die Forschung auf dem nächsten Planeten. Fertig. So, letzter Planet für diese Folge, denn hoffentlich schaffen wir es, die Forschung für das Wasser im Keller abzuschließen. Und dann schauen wir mal. Ja, schön, Wald und Grün, zumindest hier auf der einen Seite. Machen wir hier mal die hin. Und Eisen haben wir da. Irgendwo haben wir dann hoffentlich auch Kohle. Kohle ist da oben. Dann fehlt uns ja nur noch der Stein. Stein verbirgt sich hier runter. Kohle. Mit einem Turm. Und dann drehe ich wieder mal eine Runde und wir werden dann sehen, was passiert
wenn wir die Forschung beendet haben. Okay, die Forschung ist durch. Damit wir müssen ja jetzt Kohle ins unterste Geschoss bringen. Wir wollen aber gleichzeitig auch die Eisenplatten und Kupfer nach oben bringen. Das heißt, wir brauchen mehr als ein Förderband. Drum machen wir die Forschung hier, wo wir ein zusätzliches Band rankriegen. Dann wollen wir mal schauen, was wir hier machen können. Ich denke, wir brauchen Pumpen hier links und rechts. Und dann mal schauen. Die sind jetzt völlig weg vom Netz. Ich bringe nicht genügend Strom rüber über die Treppe, dass wir hier oben genügend Strom hätten. Also das bedeutet, wir müssen da auch schauen, dass wir die Förderkapazität oder das, was wir transferieren können über die Treppe, dass wir das erhöhen können. Aber dann sind wir, glaube ich, auf einem guten Weg. Wir haben ein zweites Band. Und wo ist die Forschung für die... Genau, das ist sie, die wir brauchen. Und wahrscheinlich genügt uns da die nächste Stufe alleine nicht. Aber wir werden sehen. Aber wahrscheinlich erst in der nächsten Folge. Also, das war's für heute. Ich mache hier noch auf diesem Planeten fertig. Die letzten 13 Minuten oder so. Ziemlich ruhig bisher. Und dann sehen wir uns auf dem nächsten. Bis dann und tschüss!